Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft Sky. Heute wollen wir uns endlich mit dem Autocrafting beschäftigen. In der letzten Folge haben wir ja unser Lagersystem ein bisschen ausgebaut. Das heißt, wir haben hier unten eine neue Lagereinheit dazu gemacht. Ich glaube nicht, dass sie mittlerweile schon benutzt wird. Ach Leute, die Kiste kann ich gar nicht aufmachen. Ja, Genius, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und mit diesen Kisten haben wir jetzt praktisch ein bisschen mehr Speicherplatz. Das Ding steht übrigens bewusst da komplett gequetscht in der Ecke. Ich habe nämlich einen Kommentar dazu gelesen. Aber ich wollte das so haben, damit wir hier mehr Platz haben. Aber ich denke, man könnte es trotzdem einen Block weiter wegnehmen, damit es nicht ganz so gequetscht aussieht. Müssen wir mal gucken. Außerdem müssen wir es vielleicht eh machen, wenn wir Logistikpipes noch benutzen wollen. Außerdem, wir haben hier den Fahrstuhl verändert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich glaube aber schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben einiges in Thumbcraft gemacht und ich glaube, der Peter hat auch hier... Nee, nicht mal. Okay. Aber ja, wir haben einiges in Thumbcraft gemacht, unter anderem hier unten eben die Elevator und auch so noch ein bisschen was weiter erforscht. Aber heute soll es wie gesagt um was ganz anderes gehen, und zwar um Logistikpipes. Ich habe hier gerade Thumbcraft drin stehen, aber wir wollen hier auf Logistikpipes switchen. Denn Logistikpipes, ihr habt unglaublich krass abgestimmt. Ich glaube irgendwie 5000 Votes oder so war für beides gemischt benutzen. Denn ich habe mir Logistikpipes auch ein bisschen mehr angeguckt. Ich bin noch kein Profi darin, aber ich glaube, ich habe so die Basics verstanden und das sollte schon mal helfen. Für das Item-System generell werden wir NIO behalten, weil ich das einfach 100 mal besser finde, allein was das Crafting und auch hier das Lagern und sowas angeht. Also das wird auf jeden Fall so bleiben. Wir werden Logistikpipes nur für Autocrafting benutzen und dann dementsprechend gucken, wie das Ganze denn, wie das Ganze sich denn so verhält. Okay, also fangen wir an. Wir machen heute Logistikpipes Basics. Ich muss gucken, wie wir das genau aufbauen und wo wir Platz dafür haben. Ich meine, theoretisch hätten wir hier unten ein bisschen Platz. Wir könnten das irgendwie alles hier hinbauen. Dann würden wir das vielleicht sogar wieder wegreißen. Da müssen wir mal gucken. Okay, jedenfalls, wir fangen an. Logistikpipes ist ein Netzwerk, ähnlich wie, das Buildcraft-Netzwerk, nur ein bisschen ausgebauter, kann man das sagen? Ich glaube schon. Allerdings braucht dieses Netzwerk Strom und das bekommen wir über eine Logistik-Power-Junction. Die bauen wir uns, wie ihr es gerade gesehen habt, mit einem Redstone-Block, Eisen und ein bisschen Redstone. Und jetzt können wir hier in dieser Logistik-Power-Junction RF oder EU, wir werden EU nicht benutzen, haben wir glaube ich gar nicht drin, aber RF können wir jetzt hier mit umwandeln in LP, also in Logistik-Power. Das ist nämlich die Art von Strom, die unser Netzwerk hier benutzt, oder Energie, wie auch immer man das nennen will. Das heißt, wir schnappen uns jetzt einen Tesseract, am besten Iron mit und bei Debitor. Und wir gehen mal hier runter. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn wir das hier machen könnten. Dann packen wir den hier hin, stellen Redstone hier auf Disabled, stellen das einfach mal auf Strom und Item, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und setzen die Configuration auf Items Blocked, Fluid Mode Blocked und Energy Mode Receive. Jetzt haben wir hier schon LP drin, und zwar 2 Millionen, 10 RFs und 5 LP. Das heißt, wir haben hier doppelt so viel, also 4 Millionen RF drin. Eigentlich voll krass, ne? Ah ja, steht oben sogar dran. Na, Genius. Okay, gut. Mit diesem Ding können wir jetzt praktisch unser Netzwerk bepowern, wenn wir das denn wollten. Und natürlich wollen wir das. Und irgendwie finde ich die Fahrstuhl immer noch doof. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wir müssen mal gucken. Vielleicht bauen wir die nochmal um. Jedenfalls, Logistikpipes hat eine Pipe, die nennt sich eine Basic Item Pipe, beziehungsweise eine Basic Logistik Pipe, die haben wir hier. Wird wie folgt gebaut, das heißt, wir haben hier eine Cobblestone, eine Diamond, Transport Pipe, dann ein Chipset oder ein Gear, Glas und Redstone Torches. Wir haben sogar, krass, wir haben sogar Gold Chipsets da. Ja, geil, oder? Machen wir uns mal Basic Logistik Pipes. Von denen werden wir eigentlich nicht so viel benutzen. Wir werden mehr wahrscheinlich Unrouted Logistik Pipes benutzen. Denn der Unterschied zwischen diesen beiden Dingern, Unrouted Logistik Pipes, sind praktisch die Pipes, die man einfach benutzen kann, die zwischen verschiedenen Punkten in diesem Netzwerk verbaut werden. Und Basic Logistic Pipes sind wie ein Interface für alle Maschinen bzw. alle Pipes, die daran angeschlossen sind. Das heißt, wenn wir jetzt eine Maschine haben, wie zum Beispiel die Logistic Power Junction, müssen wir daran eine Basic Logistic Pipe anschließen, damit sich ein Netzwerk bildet und das Netzwerk weiß, okay, der Block ist daran mit angeschlossen. Würden wir jetzt hier eine Unrouted hin tun, ihr seht, das Ding verbindet sich gar nicht, aber wenn wir jetzt, ach ja, die Spitzhacke ist so schnell, wenn wir jetzt hier eine Basic Logistic Pipe hinpacken, dann seht ihr, das Ding verbindet sich, geht hier sogar ein bisschen, das öffnet sich für unser Netzwerk, ja. Und dann können wir das hiermit verwenden. Ich ziehe übrigens gerade mal den Handschuh aus, dann hauen wir nicht immer alles komplett ins Nevada. Doch, immer noch. Naja, egal. Gut, das heißt, Basic Logistic Pipes zwischen allen Blocken, die im Netzwerk fungieren, Unrouted Logistic Pipes immer dazwischen.
Das erste, was wir uns jetzt wahrscheinlich machen werden, ist, so wie in jedem Tutorial, das ich mir angeguckt habe, eine Soldering Station bzw. ein Hot Glasses, also ein Head-Up-Display Glasses. Die Soldering Station ist dieser wunderschöne Block, ist praktisch wie eine Lötstation, Schweißstation und die werden wir uns eben mal ganz kurz bauen. Das heißt, wir düsen hier rüber und schauen uns die Soldering Station an, die sollten wir uns auch craften können. Jawollo. Okay, Eisen nehmen wir uns gleich mal mit, dann gehen wir wieder hier nach unten. Und jetzt können wir hier mit einer Basic Logistic Pipes das ganze Ding anschließen. Jetzt nehmen wir zwischendrin eine Unrouted und dann, wenn hier die Soldering Station steht, wird die wieder mit einer Basic Logistic Pipe verbunden. Und ihr seht diese grünen Punkte hier, die geben an, dass unser Netzwerk Strom hat. Hätten wir jetzt diesen Block hier nicht dran, dann würden sich diese grünen Punkte gleich in rote verändern. Und, oder genau, hier die dicken roten Dinger, die hier stehen, die dicken roten Balken, die gehen dann praktisch an. Okay, ich habe keinen Strom. Gib mir wieder was. Und jetzt, sobald wir das dran haben, sollte sich das auch wieder verändern. Na? Warte mal, ich setze mal ganz kurz das Pipe zwischendrin neu. Okay, jetzt sind sie weg. Muss wohl doch irgendwie erzwungen werden. So, Soldering Station braucht immer Eisen, weil das eben wie eine Art Lötstoff ist. Dann haben wir jetzt hier das Rezept dafür. Wir brauchen hier zwei Bögen, zwei Gläser und eine Nasenbrücke. Das ist dieses Ding hier. Dann brauchen wir jetzt noch Diamonds und ein Diamond Chipset. Brauchen wir das für alles? Okay, warte mal, wir gucken uns die Sachen mal ganz kurz an und dann suche ich die Sachen zusammen. Diamond Chipset, Diamond Chipset, okay. Also wir brauchen wirklich 5 Diamond Chipsets? Ja, gut. Okay, Items dafür sollten wir jetzt alle da haben. Das heißt, wir können uns jetzt hiermit die verschiedenen Dinger bauen. Das erste, das brauchen wir zweimal. Das heißt, wir machen hier so und dann seht ihr, das Ding fängt an zu arbeiten. Und wir bekommen jetzt hier unseren No. Boah, das war so knapp, ne? Habe ich das falsche Rezept hier reingelegt? Ja, Alter, jetzt hätte ich fast zweimal die Nose Bridge gemacht, aber zum Glück nur fast. Gut, dann geht es weiter mit diesem Bogen oder ja, praktisch der Bügel, der ums Ohr geht. Davon brauchen wir ja 2 Stück, das heißt, wir machen uns hier gleich nochmal einen davon. So, next one. Und als nächstes brauchen wir noch das Glas. Dafür brauchen wir jetzt Redstone einmal hier außenrum, Redstone nochmal außenrum, Glas in die Mitte und 2 Diamond Chipsets oben rein. Und dann kriegen wir hier von 1 der beiden Gläser und das zweite kommt dann gleich hinterher. Und dann haben wir diese wunderschöne Brille hier. Na los, mach fertig. Lol. Was ist denn los mit dir? Ist das ein Bug oder? Ach lol. Ja, okay, wahrscheinlich mal ein Bug. Gut, dann setzen wir das Ding jetzt hier in diesem wunderschönen Teil zusammen. Und dann können wir uns hiermit gleich unsere Logistik-Glasses, Head-Up-Display-Glasses machen. Diese Dinger können wir jetzt anziehen auf unseren Helm-Slot. Das heißt, Helm kommt runter, Logistik-Pipes-Brille kommt dran. Und jetzt können wir hiermit anzeigen lassen, was denn in diesen Pipes genau ist. Zum Beispiel, welche Module wir in verschiedenen Pipes haben, wie viel Energie unser Ding hier hat. Ist nicht unbedingt super useful. Es bringt zwar ein paar Vorteile. Und deswegen werden wir sie gerade mal aufhaben. Genau, gerade für zum Beispiel Crafting ist es später ziemlich useful. Oder eben auch, um zu sehen, welche Module wir in unserem System mit drin haben. Okay, soweit so gut. Das heißt, wir haben jetzt schon mal dieses Ding hier mit aufgestellt, die Soldering Station. Was wir jetzt machen, ist so ein Basic Network bauen. Das heißt, wir nehmen uns einfach mal eine Kiste. Später werden wir die Kisten benutzen, die an unserem NIO-Lagersystem angeschlossen sind. Das heißt, die Kisten von NIO sind praktisch an 2 verschiedene Netzwerken angeschlossen und beide können die Items darin benutzen. Aber für jetzt nehmen wir uns einfach mal so eine Kiste, um das zu demonstrieren, damit ich euch zeigen kann, wie das denn funktioniert. Und nochmal der Hinweis darauf, ich benutze den Mod gerade zum allerersten Mal. Ich hoffe, ich kann das irgendwie halbwegs erklären. Wenn ich Fehler mache, dann tut es mir leid, korrigiert mich super gerne in den Kommentaren. Und wenn ich hier Sachen falsch mache oder viel einfacher gehen würde, schreibt es auch super gerne in die Kommentare. Denn es gibt bestimmt ein paar Leute, die die Mod in- und auswendig kennen und mir hier ein Netzwerk aufbauen würde, das Applied Analytics übertrifft. Gut. Aber fangen wir an, wir brauchen jetzt noch einige Pipes. Und zwar brauchen wir zum ersten Mal eine Chassis Pipe. Die Chassis Pipe kann verschiedene Module halten und zum Beispiel Items in Kisten einsortieren und sie dort wieder rausnehmen. Die gibt es in verschiedenen Stufen, das heißt es gibt hier MK1, 2, 3, 4 und 5. Und der Unterschied zwischen diesen Pipes ist, dass sie verschieden viele Module halten können. Module sind diese wunderschönen Dinger hier von Logistic Pipes, mit denen man praktisch sagen kann, was diese Pipe an dieser Kiste oder dem Inventar machen soll. Das heißt, sollen Items rausgenommen werden, soll man Items reintun, was für Items dürfen rein, dürfen nur bestimmte rein, sollen nur bestimmte rausgenommen werden und so weiter und so fort. Das heißt, wir machen uns jetzt einfach mal eine Chassis Pipe. Für das Basic-System werden wir eine Chassis Pipe MK2 benutzen. Die kann 2 Module halten und die brauchen wir auch, denn wir brauchen ein Modul, das dem Ding praktisch sagt, was es reinbringen darf und ein Modul, damit wir später Items aus dieser Kiste rausnehmen können. Das heißt, wir brauchen hier eine Basic Logistic Pipe und ein bisschen Eisen außenrum und dann können wir uns hier diese Pipes machen. Für jetzt machen wir uns davon mal 2 Stück und dann sind wir eigentlich soweit wieder
Good to go. Als nächstes brauchen wir für diese Pipes, wie schon gesagt, die Module. Und jetzt kommt eine Sache, wo ich mir noch nicht sicher bin und die ich wahrscheinlich falsch machen werde. Aber es funktioniert, deswegen werde ich es einfach mal so benutzen. Denn es gibt in Logistikpipes eine Sache, die nennt sich die Default Route. Und die gibt praktisch an, wo Items in diesem Netzwerk hingehen, wenn sie keinen bestimmten Platz im Netzwerk haben. Als Beispiel, wir haben hier drüben unsere Kisten, die mit Mod-Item-Filtern bestückt sind. Das heißt, in diese Kiste hier gehen nur Items, die von der Mod Immersive Engineering sind, hier drüben nur von der Mod NIO und so weiter und so fort. So ähnlich kann man das bei Logistikpipes auch machen und sollten wir jetzt nur Kisten davon angeschlossen haben und wir werfen jetzt hier, also beispielsweise hätten wir diese zwei Kisten, Immersive Engineering und NIO, und hätten wir jetzt ein Item von Thermal Expansion und würden das ins Netzwerk bringen, dann würde es in keiner der beiden Kisten landen, sondern in der Default Route. Das heißt, da kommen praktisch alle Items hin, die wir irgendwo rumliegen haben. Dafür gibt es dieses Item Sync Modul und das ist praktisch da, um Items in diesen Kisten zu verstauen. Ich werde jetzt mehrere Kisten als Default Route festlegen und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, aber wir gucken einfach mal. Okay, das funktioniert sogar so, das ist sehr gut. Können wir uns davon noch eins machen? Nein, leider nicht. Aber ist auch egal. Für den Anfang reicht ein Item-Sync-Modul aus. Als nächstes brauchen wir ein Provider-Modul und das gucken wir uns gerade mal ganz kurz an. Provider-Modul, da haben wir es. Davon gibt es auch verschiedene Stufen, das heißt, wir haben Provider-Modul und Provider-Modul MK2. Ich weiß nicht, ob es auch ein 3 gibt, ja. Nein, das ist das Extractor-Modul, okay. Also der Unterschied dabei ist, soviel ich weiß, dass man die Sachen praktisch schneller exportieren bzw. importieren kann und damit dann ja, eben viel schneller an Items gelangt als davor. Man muss nicht immer ewig warten. Gut, machen wir weiter. Wir haben hier jetzt schon unser Network praktisch aufgebaut und daran knüpfen wir jetzt wieder an. An diese Unrouted Pipe, beziehungsweise wenn wir eine Abzweigung irgendwo haben, sollte immer eine Basic Pipe dazwischen stehen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier dran. Gehen dann hier weiter mit einer Unrouted Pipe und packen uns jetzt hier eine Chassis Pipe dran. Ups. Nicht ganz so weit drüben, sondern eher hier. Und dann diese Chassis Pipe kommt unsere Kiste. Ihr seht, das Ding verbindet sich und ihr seht auch schon, hier ist ein Interface mit zwei Slots. Die zwei Slots geben an, wie viele Module wir reinpacken können. Habe ich ja davor schon mal angesprochen. Geht das hier? Jawohl, sehr cool. Das heißt, die MK2 hat eben zwei Slots und das steigert sich dann immer bis zur MK5, die dann später 8 Slots hat, hoch. Jetzt können wir hier die Module reinlegen, entweder gleich so mit Rechtsklick oder eben mit einer Wrench hier drauf und dann haben wir die beiden Dinger hier drin. Provider-Modul und Item-Sync-Modul. Hier drüben habt ihr noch Einstellungsmöglichkeiten. Was wir einstellen werden bei diesem Item-Sync-Modul, ist auf diesem Ausrufezeichen, dass dieses Teil hier die Default-Route ist. Und ich kenne mich noch nicht mit den anderen Routen aus, deswegen werde ich später auch bei unserem NIO-System, und ich hoffe, das ist nicht super dumm, alle Kisten als Default-Route festlegen, weil an sich können die Items überall hin, wo sie wollen. Aber wahrscheinlich wird es dann super unsortiert, ne? Da müssen wir nochmal gucken, ob wir das so machen. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier dran schon eine Kiste angeschlossen. Wir könnten jetzt hier also Items reinlegen, wie beispielsweise Diamanten und unseren Helden. So, machen wir das mal hier rein. Aber da wir jetzt natürlich unsere Kisten irgendwo anders verstaut haben, wie beispielsweise hier oder oben, und wir nicht immer alle Kisten durchsuchen wollen, das ist ja der Sinn von so einem Netzwerk, brauchen wir jetzt noch eine Pipe, die uns praktisch anzeigt, welche Items wir hier drin haben und womit wir auch Items requesten können, also anfragen, damit wir die hier gleich bei uns irgendwo in eine Kiste reinbekommen. Klingt an sich gar nicht mal so schwer und deswegen werden wir das jetzt auch machen. Das heißt, wir bauen uns jetzt die nächste Pipe. Denn die nächste Pipe ist diese Request Logistic Pipe. Davon gibt es auch wieder eine normale und eine MK2. Unterschied dazu, die MK2 requestet wieder schneller. Das heißt, würden wir eben... Nein, jetzt macht er wieder komische Dinge. Haben wir das vielleicht? Nein. Okay, haben wir ein Chipset da? No, zumindest keinen Golden. Dann machen wir uns mal ganz kurz Gears. Wir haben ein Gold-Gear, aber wir haben kein Iron-Gear, wie es aussieht. Dann machen wir uns das mal ganz kurz. Das können wir uns sogar machen. Sehr nice. Dann können wir uns jetzt hiermit nämlich wieder die Request-Pipe machen. Ich denke mal, der Unterschied dazu ist einfach so simpel, als dass man praktisch die Logistik-Pipe oder die Request-Pipe MK1, nenne ich es jetzt einfach mal, 16 Items pro Tick exportiert und die MK2 64. Sind keine richtigen Zahlen, war nur als Beispiel gedacht. Wenn man hier mit Shift drüber geht, seht ihr auch Let's manually request items. Items can come from any source pipe und put a chest on a pipe to attach items coming out. Heißt so viel wie, wir brauchen auch ein Inventar, wo praktisch die angefragten Items hingehen können und das werden wir uns jetzt gleich mal aufbauen. Wir haben ja hier wieder unser Netzwerk, das heißt, wir haben hier drüben eine Kiste, die als Lager fungiert. Und jetzt gehen wir hier einfach mal mit, mit Unrouted Logistic Pipes weiter hier rüber. So, so. Oh Mann, wieder alles kaputt gemacht.
Und jetzt packen wir hier dran einfach mal unsere Request Pipe. Neben diese Request Pipe kommt eine Kiste, denn wie gesagt, die fungiert praktisch jetzt als Storage, wo dann die Items später ankommen. Was ein bisschen doof ist, man kann hier nicht reinklicken, sondern man braucht dafür eine Wrench und dann kann man hier reingucken. Und ihr seht jetzt hier, in diesem Interface sind die Items aus dieser Diamond Chest hier drüben. Diamanten und ein Dark Helm. Und wir können jetzt, ups, das war wieder keine Absicht, wir können jetzt praktisch hier hingehen und auf die Diamanten klicken. Können hier sagen, wir wollen 30 Diamanten haben und wir wollen unseren Helm. Nehmen wir erstmal unseren Helm. Jetzt vielleicht nicht 30, denn so viel haben wir nicht. Klicken hier auf Request, Request Successful, One Dark Helm, okay. Und jetzt haben wir diesen Helm hier drüben in unserer Kiste. Sehr cool. Das heißt, wir könnten jetzt so auch schon unsere Items hier drin lagern und dann eben über dieses Request Pipe sehen wir direkt, was wir haben und können dann hier auch sortieren zu Diamond. Das heißt, würden wir Dias drin haben oder Wood, würden wir Wood drin haben. Und jetzt können wir hier die Dias einfach mal requesten. Jetzt sagt er uns gleich 8 Diamonds missing. Das heißt, wir gehen hier auf... No, das war nicht dumm. Minus 8, warte, wie viel haben wir? 56, so, Request, okay. Und dann flutschen die halt drüben rein und dann haben wir jetzt hier eine Kiste. Okay, soweit so gut. Das ist also unser Basic Logistic Pipes Setup. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr kompliziert aus. Es ist auch relativ kompliziert, muss ich zugeben. Aber ich denke mal, mehr will ich in der heutigen Folge gar nicht mehr machen. Das heißt, für euch, für Leute, die es nicht kennen, ist es wahrscheinlich schon kompletter Overflow. Und deswegen machen wir Autocrafting lieber in der nächsten Folge noch mit dazu, sonst wird das heute auch ein bisschen überladen. Aber wir haben jetzt so gesehen schon ein Basic Logistic Pipes Network. Ich freue mich auf jeden Fall auf Tipps in den Kommentaren und bin da sehr dankbar drüber. Aber ansonsten würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, was ist soweit von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag. Mann, sind die Glases stylisch. Und bis dann. Tschüss.